Finale. Und abermals ein kleiner Mann, ich will endlich nen Gegner, der schon Haare an den Eiern hat. Und deine Videos sind alle wirklich geil, sagen sie in nem Behindertenabteil. Der alte Nike-Rucksack da, sag, warum hast du den aufgehoben? Oder hast du den bei der Geburt einfach mit rausgezogen? Dein Puma-Pulli da, der ist brandneu aus den 80ern. Ich miete mir ein Riesenfahrzeug und was mach ich dann? Ich überfahre deine 99 Cent und schick dich zurück in die Quali, verstehst du? Also ins Bett. Und dass ich die Frist verpeil, Junge, das kannst du vergessen. Ich bin sowas wie ne Mathehilfe, mit mir kannst du rechnen. Ich hab nen Tipp für dich, du solltest dir die Haare waschen. Der perfekte Ort dafür, also war die Badewanne. Ey, ich hab keinen Plan, ob ich wirklich noch einen zweiten schreibe. Cube D für 50 Euro hab ich gar nicht eingereicht. Cube D, dein Name steht für Frauenpower, jopp. Und das Raker hier gewinnt, ist so klar wie Sauerstoff. Also sag schon mal auf Wiedersehen, du Zahnspangenträger. Du Kind, meld dich erst, wenn du Barthaare sehen kannst. Cube-D, ich glaub nicht, dass du vielseitig bist. Du bist das Vieh, was in den Tonnen neben dir heimen sitzt. Also sag schon mal auf Wiedersehen, du Zahnspangenträger. Du Kind, meld dich erst, wenn du Barthaare sehen kannst. Hallo, Überraschung, da schreibt der Raka noch nen Part. Nicht nur so ein 16er, damit du was zum Kontern hast. Ich geb dir ne Hilfestellung, rap doch über meine Zähne oder über mein Hartz IV. Und dass ich daran pleite gehe, dass ich keine Hobbys hab und ständig nur am Gammeln bin. Dieser Raka schreibt die Texte schneller als die anderen. Ich setz mich nur ne Stunde hin und stalke dein Profil. Wenn ich dann etwas gesammelt hab, dann kommt das auf den Beat. Sag mal, tut das eigentlich weh? Und komm, jetzt sei mal ehrlich, bitte, in deiner Fresse mehr Metall als in einer Werkzeugkiste. Und der Justin Bieber-Style, da stehen die Mädchen drauf. Gib der Lieselotte doch bitte ein Kekschen aus. Dilo wär dein Untergang gewesen, hätte eingereicht. Doch jetzt scheiterst du an mir wie Ohrläppchen an Iron Mike. Geils kann ich dir sagen, du warst der beste Gegner. Denn im Finale reicht dann wieder nur ein 16er. Cube, die dein Name steht für Frauenpower, jopp. Und das Raker hier gewinnt, ist so klar wie Sauerstoff. Also sag schon mal auf Wiedersehen, du Zahnspangenträger. Du Kind, meld dich erst, wenn du Barthaare sehen kannst. Cube, die, ich glaub nicht, dass du vielseitig bist. Du bist das Vieh, was in den Tonnen neben dir heimen sitzt. Also sag schon mal auf Wiedersehen, du Zahnspangenträger. Du Kind, meld dich erst, wenn du Barthaare sehen kannst.